So, da wäre er wieder. Und ich habe einen Plan. Ich werde jetzt hier die Siemenschen hinbauen. Dafür brauche ich Pumpen. Und zwar für jeden Dreierpack eine Pumpe. Und ich brauche Strom. Da, oh, warte mal. Bevor wir das setzen, bitte hier alle Bäume wegmachen. Genau, da muss ich das gleich nicht von Hand machen. Das ist schon mal schick. Alles weg, alles weg, alles weg. So. Und da kommen sie alle. Ah, das ist praktisch. Sehr geil, sehr geil. So, du. Da, Strom, Strom. Überall Strom. Die Akkus werden wieder leer gesaugt. Ist nicht so schön. Aber na gut. So. Wie machen wir das am besten? Wir bauen einfach hier Pumpen ran und machen den Untergrunddinger da irgendwie hin, ha? Ja, ich denke schon. So, was haben wir alles Schönes im Inventar rumfliegen? Roboter können raus. Ja. Engines, Stein, Sprengstoff, Burner, Mining Drills. Ernsthaft? Okay. Oh, 100 Science Packs. Die sollten gleich mal nach oben. Aber jetzt hier nicht ablenken lassen. Wir brauchen unterirdische Pipes. Nein, haben wir dezent viele. Normale Pipes haben wir auch. Wir brauchen die Pumpen. Die da. Und zwar 1, 2, 3 Stück. 3 Stück. Tun wir mal dahin. Die Lichter können einsortiert werden. Mir wurde gesagt, wenn ich jetzt auf der Hand irgendwas drin habe, wie zum Beispiel jetzt die 12 Lampen, und ich drücke Q, werden sie automatisch einsortiert. Werden sie nicht. Sie werden nicht in den Slot gepackt, wo sie hingehören. Das ist doch doof. Also ja, wenn ich keine anderen davon im Inventar habe, dann ja. Gut, muss ich mir angewöhnen, immer das so zu machen. Ah, sehr komisch. Na gut. Also 3 Stück davon. Die kann ich eigentlich überall hinhauen, hä? Eins, zwei. Nee, die brauchen Abstand. Sonst vermischen sich die Rohre wieder. So. Dann machst du gleich hier einen Knick. Die Abstände richtig hinzubekommen wird doof. Ich glaube, ich sollte erst die Engines setzen. Und die Rohre und ganz am Ende erst die Verbindung machen dazu. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch 3, 6, 9 davon. Ja. So, und ihr wart mittig, richtig? Ja, 1, 2 so runter. Hier. Bam, bam, bam. Da, 1, 2 runter. Bam, bam, bam. Hier könnte es knapp werden mit dem Öldingens da, aber sieht okay aus. Abdeckung haben wir auf jeden Fall. Also Robodinger sind kein Problem. Ich werde noch mehr Blaukisten brauchen. Und zwar 8 Stück. Damit wir 12 haben dafür. Und Boiler. Habe ich Boiler zufällig noch irgendwo drin? Nö. Okay, dann bräuchte ich noch mehr als das an Boilern. Also wäre es nett, wenn mir irgendjemand Steine anliefern würde von euch Robotern. So, du. Da, nach da. Du. Da, nach da. Du. Da, nach da. Wir haben gleich Öl in unseren Steam Engines. Sieht das jetzt schon kommen? Dann die 4 Boiler dann wieder runter. 1, 2, 3, 4. Oh, und jetzt geht es sogar richtig gut auf. So, und die machen wir bis hier hinten irgendwo. So. 1, 2, 3, 4. Hier. Bim, bim. Und hier. Bis da. So, erste Anbindung. Wo sind meine Rohre? Jungs. Okay. Habe ich für irgendwas verbraucht? Mehr. Auch mehr. So, du. Da dran. Du runter, hier hin, knick, knick, dahin, dahin. Möglichst viel unterirdisch machen, damit ich mich ja freier bewegen kann. Freies Bewegen ist wichtig. So, du, hier müsste okay sein.
Geh einmal bis hier, geh wieder runter, geh bis da. Machst das. Machst da im Knick. Okay. Das ging schneller als gedacht. Brauchen wir noch hier Verbindung? Und da Verbindung. Und da Verbindung. Da kommen gleich die Boiler rauf. Es kommt schon mal Wasser an. Okay, Boiler. Was? Wir werden gleich hier vorne angegriffen? Oh. Hat das was damit... Oh, ich wollte gerade sagen, hat es irgendwas damit zu tun, dass wir gerade hier sind? So egozentrisch bin ich. Es geht nur um mich. Die Aliens wollen nur mich töten. Ich glaube, es geht eher um die ganzen neuen Steam Engines, die ich gebaut habe. Das finden die nicht so cool. Naja, fast die Mauer kaputt bekommen. Wäre noch eine Mauer dahinter gewesen, aber wir hätten es was geschafft. Kommen jetzt hoffentlich Logistikroboter angeflogen. Ne, wir brauchen Repair Packs. Okay, das kommt eigentlich auch noch mit auf die To-Do-Liste. Wir brauchen eine Fabrik für Repair Packs. Ah, oh, hier unten geht sie das nicht auf. Okay, dann müssen die oben drauf. So. Normale Ärmchen braucht ihr. Ihr bekommt keine schnellen Ärmchen. So. Nimm von unten, bring nach oben. Nimm von unten, bring nach oben. Nimm von oben, bring nach unten. Miep, miep. So. Boiler. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt probiere ich endlich mal was aus, wonach schon recht viele Leute schreien. Ich drücke Shift links, klick da drauf und drücke Shift rechts, klick da drauf. Okay. Blinken komisch grün. Jetzt müssten die eigentlich alle so eingestellt sein, dass sie gerne Kohle hätten. Nö. Was? Also die hier ist eingestellt, dass sie gerne 100 Kohle hätte. In den Kommentaren hat jemand geschrieben oder haben mehrere Leute geschrieben, ich soll einfach Shift-Linksklick auf so ein Ding machen und dann Shift-Rechtsklick woanders hin. Und dann wäre das angeblich sofort genauso eingestellt wie das andere. Aber das klappt nicht. Andersrum vielleicht? Nö. Steuerung, Link, Rechtsklick? Ne, da klaue ich die Sache nur draus. Und ich habe es kaputt gemacht. Was? Oh. Das... Moment mal. Steuerung, Rechtsklick. Steuerung, Linksklick. Nein. Steuerung... Steuerung, Linksklick. Steuerung, Rechtsklick. Nein. Du bist wieder heil. Shift, Rechtsklick. Shift, Linksklick. Aha, Shift rechts klick, dann Shift links klick. Gut, Shift links, Shift links, Shift links. Und überall ist Kohle drin. Oh ja, das ist irre. Ups. Das ist irre praktisch. Irre, irre praktisch. Also vielen Dank nochmal für die Kommentare. Das werde ich jetzt öfters nutzen. Macht das Ganze doch dezent einfacher. Und hier kommen die Kohleroboter. Sehr schön. Wohl die Kohleschlange eher. Alles weg. Wie viel Kohle haben wir noch im System? 1600, ja, ist okay. Oh, was viele Roboter. Sehr, sehr cool. Okay, also wir müssten jetzt mehr als genug Energie haben. Was sagt das System? Das System sagt BAM. Okay, wir hatten Akkus gebaut. Ich baue noch mehr Akkus und die will ich jetzt auch aufbauen. Damit jetzt, wo wir mehr Strom haben, wir auch noch mehr Strompuffer haben. Hier ist alles schon umgestellt? Nee, da. Akkus da. Zip, 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 zip. Zippidi-duda, zippidi-day. Da, da. Und dann können wir gleich Sachen bauen, die sehr viel Strom verbrauchen. Aber wir haben jetzt mal eben 30-40% mehr Energie als vorher. Ja, okay, vielleicht 20 oder so. Wir können auf jeden Fall ganz viele Furnaces bauen. So, was brauchen wir dafür? Nicht so viel. Stahl und blaue Chips. Stahl müsste ich eigentlich gleich wieder angeflogen bekommen. Oder hier von unserer Privatkiste, die keine Privatkiste ist mehr. 1000, was? Jungs, BTF. Okay, wir haben genug Stahl. Mm.
Mach mal die da voll. Ah, sehr komisch. Obwohl, nee, das war der Plan, ne? Wir wollten es nicht bis dahin voll machen. Ja, okay. Ihr seid auch alle nicht beschränkt. Komm, wir beschränken euch mal auf 3. So, kommst du mit, kommst du mit, kommst du mit. So, beschränken auf 3. Rein, rein, den Rest liegt von Hand rein. Das heißt, es werden jetzt keine Eisenplatten mehr benutzt, um Stahl herzustellen, solange bis die Kisten hier einigermaßen geleert wurden. Und die Fließbänder hier wieder voll sind. Jetzt wird schon mal nichts mehr runtergenommen. Schon ist wieder alles voll. Alles gut, okay. Oh, wir haben 2000 Eisenplatten über. Das ging ja schnell. Okay. Ja gut, wir haben auch 22 Eisenerzbrocken, die eingeschmolzen werden. Also, das haut schon hin. Gut. Wir wollten noch mehr Furnace bauen. Warum jetzt genau, wenn wir Eisenplattenüberschuss haben? Wir brauchen eigentlich mehr Kupfererz. Und dann brauchen wir mehr Furnace. Ich würde aber gerne erst das Kupfererz haben. Ähnlich wie beim Eisen, so einen richtig schönen 20.000er Puffer. Und den können wir da weiter gucken. Also was sagt unsere Anlage hier oben? Läuft da alles beim Rechten? Ich sehe hier ein paar Roboter mit Kupfererz anfliegen, das ist gut. Die ersten sind schon leer. Okay. Bau bitte Lasertürme. Bau bitte Mauern. Und liefer bitte die doofen Science Packs ab, sonst kommen wir nie zu irgendetwas. Achso, und rote Engines kannst du auch ein paar hier lassen. Du brauchst keine 100 Stück davon im Inventar. Sehr gut. Und dann müssen wir dahin. Wir müssen da unbedingt die Bahnstation bauen für mehr Kupfererz. Wo wollte ich gerade hin? Genau, Science Packs abliefern. Erstmal kurz ein bisschen knabbern. Knabber, 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 knabber. Knabber. Ja, Science Packs. Hier. 100 Stück. Das wird nicht reichen für die Forschung, ne? Oh, und blaue Science Packs. Die hatten wir sabotiert, oder? Ich glaube, wir hatten irgendwelche von euch sabotiert, damit wir in Ruhe was bekommen. Nö, da kommen welche, werden produziert. Okay, ist ja alles gut. Also, Bahnstation. Tür auf, Tür zu. Wir bräuchten dann hier einfach einen Zugang. Keine Ahnung. Ist noch eine Reichweite der Roboter? Nee. Können wir kurz einen Roboport hier hinmachen, um die ganzen Waldecke zu holzen? Ernsthaft? Ja, komm. Ich will hier in Ruhe bauen können. Ich habe keine Lust, alles entweder mit der Schrotflinte wegzuschießen oder mit der Hand wegzuhacken. Das heißt, wir bauen jetzt auf hier so ungefähr einen Roboport hin und machen dann zerstöre all das. Oh, Zug. Okay. Ich bin weit genug weg. Roboport dahin. So, bam. Das ist kein Strom. Nehm, nehm, nehm. So. So, jetzt hast du Strom. Bitte zerstöre. Bis wo darfst du? Bis da. Okay, bitte zerstöre ich hier den Wald. Und hier den Wald. Und dann haben wir erstmal genug Holz. 168 Aufträge. Sehr gut. Ich hätte irgendwie gerne noch einen Roboport, weil eigentlich war der Plan, das hier frei zu bekommen. Ja, bauen noch einen Roboport. Ah, ist das schön, Ressourcen zu haben. Und 5 Minuten später zu meckern, dass die Ressourcen nicht da sind. Oh, dann kommt. So, Roboport ist gleich fertig, okay. Also wir müssen Strom hier rüber bekommen. Da, da. Ich hoffe mal, das klappt mit den Schienen. Jo, geht sich auf, okay. Du, da, du, da. Roboport? Oh, da. Hier ist nirgendwo Platz, wirklich nirgendwo. Richtiger Dschungel hier. Geht ja mal gar nicht da.
So, und der geht sogar bis zum Kupferdingens. Okay, dann hätte ich gerne jetzt Logistikkisten. Also Storage Chests. Hier. Dann könnte ich hier bitte das Holz einlagern. Das dürfte dezent einfacher für euch sein, als jedes Mal ganz zurückzufliegen. Oh, noch ein schöner Vorteil. Ich werde hier automatisch beliefert. Wo fliegst du hin? Wir haben Requester-Kisten für Holz. Naja, aber sie können sich hier aufladen. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil.